Ja, hallo erstmal. Ich dachte, ich stelle noch mal wieder eine Bibelarbeit ins Netz und es geht diesmal um einen Text aus Maleachi, weil am Sonntag wollte ich auch mit einem Text im Gottesdienst dann aus Maleachi umgehen und deswegen hatte ich mich intensiver darauf vorbereitet und wir nehmen mal einen Text. Maleachi Kapitel 2, Vers 17 bis Kapitel 3, Vers 5. Maleachi 2, Vers 17 bis Kapitel 3, Vers 5. Ich werde allerdings so eigentlich das ganze Buch Maleachi ein bisschen in den Blick nehmen und hier und da ein paar Querverbindungen setzen. Und ich mache es anders, als ich schon mal eher gemacht habe. Ich gehe jetzt Vers für Vers durch und erkläre dazu, was mir dazu eingefallen ist, an Fragen und an möglichen Auslegungen. Maleachi 2, Vers 17. Ihr macht den Herrn unwillig durch euer Reden. Ihr aber sprecht, womit machen wir ihn unwillig? Damit, dass ihr sprecht, wer Böses tut, der gefällt dem Herrn, und an solchen hat er Freude. Oder wo ist der Gott, der da straft? Dieses Rede- und Antwortspielchen, das gibt es im Buch Maleachi öfter, und zwar geht es darum, dass entweder Gott was sagt und dann fragen eben die Menschen nach oder eben auch andersrum. Offensichtlich sind die Leute über ihre eigene Verfassung nicht so ganz im Klaren. Sie fragen, womit machen wir ihn unwillig? Gott sagt das erst, weil dieses Wort unwillig ist nicht ganz passend. Man müsste vielleicht besser mit ermüden. Ihr ermüdet mich durch euer Reden. Und die Leute wissen nicht, womit sie ihn ermüden. Sie verstehen ihre Situation nicht. Und deswegen muss Gott das erklären, damit, dass ihr sprecht, wer Böses tut, der gefällt dem Herrn und an solchen hat er Freude. Oder wo ist der Gott, der da straft? Interessant ist, dass wir nicht wissen, in welchem Tonfall das nun gesagt werden müsste. Man könnte sagen, wer Böses tut, der gefällt dem Herrn. Und an solchen hat er Freude, so als Anklage. Und wo ist der Gott, der da straft? Man kann sozusagen das als Anklage formulieren und Gott damit herausfordern, aber es kann auch anders gelesen werden, so in dem Ton, ja, wer Böses tut, der gefällt dem Herrn. Und an solchen hat er Freude. Und wo ist der Gott, der da straft? Also, ich kann tun und lassen, was ich will. Wir wissen nicht, in welchem Tonfall es gelesen werden muss. Und eigentlich macht das Buch Maleachi beide Möglichkeiten deutlich. Und es ist eigentlich möglich, dass beide Tonfälle eben erlaubt sind. Wenn ich da mal zurückgehen kann, ganz an den Anfang. Das Erste, was Gott spricht im Buch Maleachi, ist, ich habe euch lieb. Ich habe euch lieb. Und dann fragt das Volk, wie hast du uns lieb? Das ist offensichtlich eine Grundsituation des Buches Maleachi. Wir befinden uns ungefähr in der Zeit zwischen 500 und 450 vor Christus. Der Tempel ist nach der großen Verwüstung und nach der Verbannung in Babylonien wieder aufgebaut. Das normale religiöse Leben läuft wieder, aber irgendwie funktioniert es nicht. Irgendwie merken die Menschen, es funktioniert nicht. Und die Frage ist, wo ist Gott und wie hast du uns lieb? Das verstehen sie nicht. Sie sind also durchaus in einer schwierigen Situation. Auf der anderen Seite ist es eben auch, dass Gott so spricht, also Gott spricht zu den Leuten, ihr redet hart gegen mich. Die Leute fragen nach, was reden wir gegen dich? Und Gott sagt, ihr sagt, es ist umsonst, dass man Gott dient und was nützt es, dass wir sein Gebot halten? Offensichtlich ist es so, dass die Menschen Gott nicht erfahren, aber das Ganze hat auch Auswirkungen auf ihr eigenes Denken und ihr Fühlen und auf ihren eigenen Glauben. Die Situation der Menschen ist nicht nur die, dass sie in ihrer Wahrnehmung Gott verloren haben, sondern im letzten Endes nehmen sie Gott nicht mehr ernst. Sie nehmen Gott nicht mehr so ernst. Und da ist die Situation sozusagen nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich sehr schwierig geworden. Ich gehe zu Vers 1 von Kapitel 3. Wie geht Gott damit um? Siehe, ich will meinen Engel senden, der vor mir her den Weg bereiten soll. Und bald wird kommen zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht. Und der Engel des Bundes, den ihr begehrt, siehe, er kommt, spricht der Herr Zebaoth. Gott reagiert. Den ersten Vers, den kennen wir aus anderen Zusammenhängen. Man muss ihn nicht mit Engel übersetzen. Man kann auch sagen, siehe, ich will meinen Boten senden, der vor mir her den Weg bereiten soll. Markus 1 und weitere Stellen machen deutlich, es geht um Johannes den Täufer im Neuen Testament. Hier allgemein ein Engel, ein Bote, der den Weg bereiten soll.
Hindernisse aus dem Weg räumen, dafür sorgen, dass Gott wirklich kommen kann. Und bald wird er kommen zu seinem Tempel, der Herr. Hier steht offensichtlich nicht der Gottesherr, sondern es ist allgemein ein Herr, ein Besitzer, jemand, der es zu sagen hat. Und gleichzeitig könnte es eben auch Gott sein, aber es geht ein bisschen durcheinander. Der Tempel, zu seinem Tempel, der Herr, den ihr sucht. Der Gott, der gesucht wird, der kommt. Und der Engel des Bundes, den ihr begehrt, er kommt. Und da spricht nicht irgendjemand, sondern der Herr Zebaoth, der Herr der Heerscharen, ist ein Hinweis auf die Machtfülle Gottes. Klarer Kontrast. Die Menschen denken, Gott ist nicht da, reagiert nicht. Aber in Wirklichkeit ist er der Herr Zebaoth. Jetzt geht es zu Vers 2. Wer wird aber den Tag seines Kommens ertragen können? Und wer wird bestehen, wenn er erscheint? Denn er ist wie das Feuer eines Schmelzers und wie die Lauge des Wäschers. Er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen. Er wird die Söhne Levi reinigen und läutern wie Gold und Silber. Dann werden sie dem Herrn Opfer bringen in Gerechtigkeit. Was da kommt, sie begehren ja jemanden und suchen jemanden, aber der da kommt, der ist, glaube ich, das ist nicht so ganz einfach für die Leute. Weil wenn er kommt, wird er reinigen und läutern. Und dieser Läuterungsprozess ist ein sehr schmerzlicher Prozess. Es wird mit dem Bild des Schmelzens, damit Silber gereinigt wird. Ich weiß nicht genau, wie das geht, aber mit sehr viel Hitze, es muss alles zerfließen und dann kann man eben die Dinge trennen. Ähnlich ist das mit der Lauge des Wäschers. Die Lauge ist durchaus ein ätzendes Ding, etwas Ätzendes, was dafür sorgt, dass eben der Dreck von der Wäsche abgeht. Aber das ist nicht einfach. Man muss rubbeln und waschen und dieses ätzende Zeug an sich ranlassen. Und nur dann wird man eben auch gereinigt. Und wer gereinigt wird, es sind die Söhne Levi. Das sind diejenigen, die am Anfang eben Gott auch gesagt haben, wo liebst du uns denn? Die Söhne Levi, das ist das Geschlecht der Priester. Und die müssen als erstes gereinigt und geläutert werden. Diejenigen, die nicht verstehen, dass Gott da ist, die Gott nicht mehr sehen, die einen Engel, einen Boten erbitten, der das Ganze zurechträumen soll, der eben das Heil wieder aufrichten soll, das Erste, was dieser Engel macht, was dieser Bote macht, ist eben die Reinigung der Priester, die Reinigung der Gottesfürchtigen. Sie müssen als Erstes wieder zurechtgerückt werden, gereinigt werden. Und wo das passiert, da können sie dann wieder dem Herrn Opfer bringen in Gerechtigkeit. Das mit den Opfern wurde vorher schon deutlich, dass Gott dem Volk vorwirft und vor allem den Priestern vorwirft, dass sie nicht richtig opfern, weil sie zum Beispiel irgendwelche Schafe oder Tiere bringen, die irgendwo krank sind und humpeln. Also Gott wird nicht wirklich das Gute gebracht, weil sie irgendwie denken, Gott sieht es ja doch nicht. Weil sie irgendwie denken, es ist eigentlich egal, was wir machen. Wir machen wohl was, aber wir machen es nicht mit Ernsthaftigkeit. Und das führt dazu, wer Gott nicht ernst nimmt, der wird auch nicht erfahren können, dass er von Gott ernst genommen wird. Genau das ist die Situation, in die das Volk, in der Volk steckt. Und Gott macht ihnen die Augen und öffnet ihnen die Augen. Ihr nehmt Gott nicht ernst. Und deswegen könnt ihr nicht erfahren, dass ich euch liebe, dass ich für euch da bin. Aber da, wo die Reinigung vollzogen wird, wo Gott geehrt wird, wo Gott als Ganzes ernst genommen wird, da kann es dann so sein, dass die Menschen auch ihr Opfer bringen in Gerechtigkeit und Treue zu Gott und zu den Menschen. Das wird nachher noch wieder deutlich gemacht. Und die Folge ist dann in Vers 4, dann werden sie dem Herrn Opfer bringen, Gerechtigkeit, und es wird dem Herrn wohlgefallen, das Opfer Judas und Jerusalems, wie vormals und vor langen Jahren. Und wenn da steht, dass dem Herrn wohlgefallen wird, das Opfer, dann heißt das, die Menschen haben in ihrem Leben einen mitgehenden Segen. Es geht ihnen gut. Sie fühlen sich hineingenommen in die Wirklichkeit Gottes und sie merken, dass ihr Leben sinnvoll ist. Und durchaus auch erfolgreich ist. Es wird dem Herrn wohlgefallen. Dort, wo man Gott ernst nimmt, da wird man erfahren, dass Gott auch uns, den Menschen, ernst nimmt. Später in Kapitel 3 fordert Gott noch dazu auf, prüft mich, nehmt mich doch mal ernst. Dann werdet ihr erkennen, dass ich es auch gut mit euch meine.
Dann zum Schluss der Vers 5. Durchaus interessante Zusammenstellung. Und ich will zu euch kommen zum Gericht und will ein schneller Zeuge sein gegen die Zauberer, Ehebrecher, Meineidigen und gegen die, die Gewalt und Unrecht tun, den Tagelöhnern, Witwen und Waisen und die den Fremdling drücken und mich nicht fürchten, spricht der Herr Zebaoth. Zum einen interessant ist diese Kombination von Gott gefürchtet werden, die mich nicht fürchten, spricht der Herr Zebaoth. Und das hat offensichtlich einen ganz engen Zusammenhang mit dem, dass Menschen Zauberer sind, Ehebrecher, Meineidige, Gewalt tun den Tagelöhnern, Witwen und Waisen und den Fremdling drücken. Der Zusammenhang ist offensichtlich unlöslich. Er gehört zusammen. Man kann da fragen, zu wem kommt er da? Offensichtlich zu den Priestern, zu dem Geschlecht Levis. Und er kommt zum Gericht. Manche sollten sagen, jetzt wird von Zauberer und Ehebrecher und Meineidigen die Rede ist, dass man irgendwelche anderen Leute im Blick hatte. Aber der Zusammenhang im Buch Maleachi macht deutlich, nein, es geht durchaus auch um die Gottesfürchtigen, um die Priester. Und er will zum Gericht auftreten als schneller Zeuge gegen die Zauberer und Ehebrecher. Die Zauberer, das sind diejenigen, die eigentlich nicht auf Gott warten können. Das sind die Leute, die sozusagen magische Praktiken in Anspruch nehmen, um das Geschick für sich so hinzubiegen, dass es gut ist, weil sie letztlich Gott nicht vertrauen. Wo der Glaube weicht, da kommt der Aberglaube hoch. Das ist sozusagen so ein Spruch aus heutiger Zeit, der ganz gut passt. Weil ich nicht mehr auf Gott vertrauen kann, deswegen denke ich mir irgendwelche Dinge aus und magischen Praktiken und versuche irgendwie Einfluss zu nehmen, damit ich mein Leben so gestalten kann, dass es passt. Aber letztlich Ausdruck des mangelnden Vertrauens. Und die Treue zu Gott, wo sie gebrochen wird, da geht auch die Treue zu den Menschen verloren. Es geht beim Ehebruch. Ehebruch ist eigentlich eine doppelseitige Sache. Zum einen sozusagen die Treue zu meinem Ehepartner, zu dem Weib deiner Jugend, steht da in dem Maleachi-Text. Zum einen ist es die Treue zum anderen, aber es ist letztlich auch etwas, was ich mir selber antue. Und das wird in dem Zusammenhang auch deutlich, weil ich mich selber verrate. Mein Versprechen, was ich damals gehalten habe, das löse ich auf. Und deswegen ist das etwas, was sozusagen mich selber auch zersetzt. Es sind auch die Meineidigen und dann eben auch die, das, was in den sozialen Beziehungen sehr deutlich wird, die Gewalt und Unrecht tun den Tagelöhnern, also diejenigen, die keine Rechte haben, die ausgenutzt werden können, die Witwen und Waisen, das waren damals eben auch die, die am Rande der Gesellschaft standen und kaum Rechte hatten und die den Fremdling drücken. Es sind immer diejenigen im Griff, die nicht in der Mitte des Volkes stehen und die man sehr leicht unterdrücken kann zu den eigenen Vorteilen. Und so gehören die Zauberer und die, die Unrecht tun, letztlich in eine bestimmte Gruppe hinein, die alle Gott nicht vertrauen und sein Gesetz nicht beachten und deswegen alles tun, um für sich selber genug klarzukommen, um für sich selber das Leben gestalten zu können. Mich nicht fürchten, spricht der Herr Zebaoth, die Dinge gehören zusammen. Wer Gott fürchtet, der braucht kein Zauberer zu sein. Und wer Gott fürchtet, braucht auch keine Gewalt und kein Unrecht gegen Tagelöhner, Witwen und Waisen aufrechtzuerhalten. Der kann ganz anders leben. Und dann geht es eben weiter, wo deutlich wird, das ist ja in Vers 4 schon deutlich geworden, dort, wo wir im Vertrauen auf Gott das Leben gestalten, dort wird sich das Leben auch öffnen. Ja, manchmal dauert es. Geduld wird von uns erfordert. Aber der Weg, sozusagen der kurzfristige Weg, um sich selbst das Leben zu erhalten, der funktioniert nicht. Und der geht nicht gut. Buch Maleachi ist das letzte der Prophetenbücher. Bei uns eben auch in der christlichen Bibel ist es sozusagen das letzte Buch im Alten Testament. Im jüdischen Tanach ist das so das letzte Prophetenbuch und danach kommen dann die Psalmen. Das Verbindende ist eben die Verbindung zu Gott und zu seinem Wort, zu seiner Tora, zu seinem Gesetz und auf die Art und Weise das Leben, was dann uns verbindet mit dem, was Gott mit Segen verbindet, mit dem, was wir als Leben gestalten können und wo das Leben auch erfolgreich wird. Soweit zu Maleachi 2, Vers 17 bis Kapitel 3, Vers 5 und irgendwo gibt es in Andacht und Gottesdienst dann vielleicht noch ein bisschen mehr zu Maleachi.